Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fallout 4. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich brauche immer noch ein Bett. Der kann mir ja kein Bett geben, ne? Kannst du mir ein Bett geben? Ich bin froh, dass wir dich noch nicht vergrault haben. Brauchst du ein Zimmer? Ja. Ja, gerne. Hier sind die Kronkorken. Du hast Zimmer 2. Einfach da durch die Tür. Dankeschön. Müssen mit ins Bett. Du darfst gerne kommen. Das ist deine Entscheidung. Aber vorher tun wir mal unsere Krankheit hier heilen, unsere Radioaktivität. Das wäre mal ein bisschen besser. Wo haben wir das denn hier? Right away. Hier. Und dann schlafen wir mal bis 6. Um 6 Uhr wollt ihr kommen, ne? Aber erst in ein paar Stunden, nehme ich an. Ja. Fühlt sich gut ausgeruht, okay. 4, 5. Komm, machen wir das so. Also. Kann ich die Waffe nochmal wegstecken? Ja, kann ich. Lass stecken, Mann. Ich habe nichts gesehen, ich habe nichts gehört. Hast du mal in letzter Zeit die Mauer gesehen? Die ist blau, verdammt. Ja, glaube ich dir. Aber ich will hier gerade noch zu meinen Aufgaben. 18 Uhr müsste ja jetzt gleich sein, oder? Ah ja, du. Bei uns gibt's rund um die Uhr den berühmten Bobo. Wo ist denn Travis? Und nicht Travis. Ich glaube, der ist eher Travis. Naja, er ist ja Russe, der kann das von mir auch so aussprechen. Ja, der sollte bald da sein. Ist ja bald 18 Uhr, nehme ich an. Einen schönen Aufenthalt. Oder es ist 6 Uhr morgens. Es ist gerade 6 Uhr. Ist das Travis? Nein, das ist Bull. Das ist Travis. Hey, Travis. Entschuldigung. Oh, hi. Hallo? Alles klar. Worum geht's denn? Oh, was ist los? Bist kein so harter Kerl mehr, wenn du nicht mehr auf Sendung bist, was? Ja. Ich will mir nur was trinken. Ich mag dich nicht und ich mag deine Show nicht. Was willst du dagegen machen? Komm, wir prügeln uns. Hey, Kumpel. Oh, du bist. Sieht er. Bin hier, um dir zu helfen. Ich will, du weißt schon, keine Schwierigkeiten machen. Ich weiß wirklich nicht, was ich getan habe, um sowas zu verdienen. Oh Gott. Ich will einfach, dass sie verschwinden. Ja. Komm schon, Mann. Lass dir nicht alles gefallen und mach keinen Rückzieher. Ich glaube, ich könnte diese Sache nicht, die du beschrieben hast. Oh, bei den Männern könnte das, nun, es könnte zu Gewalt führen. Ich bin auch so wie der, nur dass ich dann nicht so feige bin, sondern ich hasse einfach Gewalt. Keine Sorge, ich helfe dir. Naja, wenn du denkst, dass wir das schaffen... Wir stehen direkt hinter dir. Verschwinde! Ich mach nicht. Ah, okay. Ich mach normalerweise nicht. Ich will keine Pistole ziehen. Das? Ich will keine Pistole ziehen, Moment. Was will ich hier mit einer Waffe? Es reicht. Ja. Entschuldigung, hast du gerade was gesagt? Ich hab gesagt, es reicht. Nicht, Kumpel. Lasst mich in Ruhe. Seht ihn euch an. Lass mich mal eine Sekunde nachdenken. Nee. Ich glaube nicht. Ich glaube aber schon. Ich mein's ernst. Lass mich in Ruhe. Klingt, als wolltest du mir drohen. Bist ist das so, Travis?
Wolltest du mir drohen? Ich frage mich, wie die Drohung ausgesehen hätte. Was willst du machen, kleiner Mann? Ich... Hau euch auf! Gut, tanzen wir! Gut. Verpiss dich, Kumpel! Komm hier, krieg deinen aufs Maul. Nicht schießen! Was spinnst du? Ich lass ihn doch nicht kaputt schießen. Okay. Wir haben dir geholfen. Ja. Du wolltest es bitte. Hey, Martin. Was zum Teufel stimmt mit dir nicht? Du solltest Travis im Kampf helfen, nicht Leute in meiner Bar umbringen. Wie kommst du auf die Idee, dass das okay ist? Es wird nicht wieder vorkommen. Das kann's auch gar nicht, denn das waren die einzigen beiden Typen, die ich kannte und die bereit waren, das zu machen. Du hast mich hier echt richtig in die Scheiße geritten. Ich werde versuchen, die Sachen wieder gerade zu biegen, die du da verursacht hast. In der Zwischenzeit kannst du weiter beim Plan helfen und dabei bitte niemanden mehr töten. Du hast Scarlett gesehen, ja? Sie arbeitet hier schon eine Weile. Ich bin zwar nur ein einfacher Barkeeper, aber ich sehe Sachen. Ich sehe zum Beispiel, wie Travis sie anschaut. Und ich sehe, dass sie ihn manchmal anschaut. Wenn jemand, der nicht ihr Arbeitgeber ist, ihr vorschlägt, dass sie etwas Zeit mit Travis verbringt, würde ihm das sicher gut tun. Okay. Ich könnte mal mit ihr reden. Ja, ich weiß. Deshalb habe ich dir auch davon erzählt. Offenbar muss ich auch erwähnen, dass du bitte niemanden töten sollst, okay? Wir wollen Travis helfen, nicht Leute umbringen. Tu einfach, was nötig ist, damit sie sich mit Travis trifft und sich die ganze Sache hier auch lohnt. Und wir beide haben uns nie darüber unterhalten, ja? Hätte ich ihn überhaupt am Leben lassen können, die Leute da? Ich wollte es ja nicht umbringen. Ist ja nicht so, als wäre ich ein Mörder oder sowas hier. Also schon, aber... Nein, aber... Ja, vielleicht doch. Wer weiß das schon. Ich gebe mir Mühe, dass das nicht mehr vorkommt. Wäre ja zu traurig. Wenn dem so wäre, dass es wieder vorkommen würde. Wir sind keine Freunde, Mann. Nee, sind wir auch nicht. Habe ich aber auch niemals behauptet, ne? Hier geht's aus der Stadt. Muss mal gucken, wie wir erstmal an das andere kommen. Ich will das Ei abgeben. Da vielleicht? War vermutlich nur ein Spinner, ja, ich glaube schon. Okay. Ich wurde zwar programmiert, um zu dienen, aber bei Ihnen mache ich das nur mit Abscheu. Lassen Sie es mich wissen, wenn Sie bereit für Ihre Bestellung sind. Okay. Wartest du auf eine Lieferung? Ein paar Todeskralleneier vielleicht? Was hast du? Oh, die Eier. Ah, du gehörst sicher zu diesen Militärs. Dein Vorgesetzter hat zwar gesagt, dass mehrere kommen, aber egal. Wir hatten 200 Kronkorken pro Ei ausgehandelt. Großzügige Summe, wenn man deine Verspätung bedenkt. Unsere Kundschaft erwartet nichts als die absolut besten Todeskralleneier. Also, hast du was für mich? Das reicht nicht. Ich habe Leib und Leben riskiert, um das Ding zu liefern. Ja, ja. 300 Kronkorken. Deutlich über den Markt wird. Finde ich auch. Hier, nimm. Endlich. Ist das alles? Wo ist denn es? Es gab Komplikationen. Das hat als einziges Ei den Trip überstanden. Es gab Komplikationen. Also gut. Ich schätze, das muss dann wohl reichen. Hier, dein Job war zwar nicht zufriedenstellend, aber
Es war ein Job. Und der Sonderwunsch deines Vorgesetzten? Major Jeffries, oder? Ich gehe davon aus, dass du ihm das hier bringen kannst. Wedel damit nicht einfach in der Gegend rum. Okay, der hat aber wirklich lange gewartet. Was haben wir denn hier? Diverses. Irgendein Rezept. Egal. Die eine Quest haben wir jetzt erledigt. Jetzt können wir uns um Scarlett kümmern. Oder uns mit ihr treffen. Kümmern hört sich so falsch an. Ich klotze überhaupt nicht. Aber die 300 können wir gebrauchen. Wir haben ja gesehen, dass die geilsten Waffen um die paar tausend kosten und so weiter. Das Geld haben wir einfach nicht. Das werden wir auch nicht haben, wenn wir weiter so wenig verdienen. Von daher muss man ein wenig improvisieren. Okay, der schläft. Hi Scarlett, da bist du ja. Miss? Ich mach grad Pause. Eigentlich wollte ich auch mit dir über Travis reden, wenn du kurz Zeit hast. Travis? Wirklich? Hat er was über mich gesagt? Ich habe von dem Kampf gehört. Travis war wirklich tapfer. Ja, war er. Ja, total. Du solltest ihn mal besuchen. Meinst du? Ich meine, ich habe schon mal ein Auge auf ihn geworfen. Vielleicht... Nein, ich kann nicht einfach zu ihm rübergehen. Komm hey, hier. Travis ist ein netter Typ. Und ich merke doch, dass du ihn magst. Ich glaube, er mag dich auch. Also rede doch einfach mal mit ihm. Okay, ich mach's. Ich gehe gleich zu ihm rüber. Danke. Kein Problem. Wir sind die Frauenversteher hier. In der Fallout-Welt. Na gut, das mit Piper ist noch nicht so gut, wie es sein sollte, aber kommt noch. Kommt noch, kommt noch. Wo waren jetzt nochmal die Bar? Da vorne, ne? Ja, ich glaube schon. Ja. Natürlich war sie hier. Dann gehen wir mal wieder rein in Stockout Inn. Frag mich, was passiert wäre, wenn wir dafür, wenn wir zugestimmt hätten, ihn zu ermorden. Die Leichen liegen immer noch da. Hey, Yefim. Das ist schrecklich. Oh, ich wusste es. Ich wusste es. Er hat Blödsinn gemacht und sieh nur, was jetzt passiert ist. Du musst helfen. Ich kann das nicht. Du musst mir helfen. Hilfe, wobei? Wovon redest du? Ich rede von Vadim. Sie haben ihn entführt. Es sind ein paar Männer aufgetaucht. Sie meinten, sie wären Freunde von denen, die du umgebracht hast. Und sie meinten, dass Vadim ihnen wegen der Sache Geld schuldet. Er wollte nicht zahlen, also haben sie sich ihn geschnappt und meinten, dass sie schon dafür sorgen würden, dass er zahlt. Und dann haben sie ihn einfach nach draußen geschleppt. Du musst was tun. Bitte sag mir, dass du was tun kannst. Natürlich. Ich hole ihn zurück, Yefim. Darauf kannst du dich verlassen. Bitte bring ihn einfach nur zurück. Er ist ein Idiot, aber er ist mein Bruder. Ich würde dich ja begleiten, aber jemand muss hier bleiben. Sprich mit Travis. Vielleicht weiß er, wo sie ihn hingebracht haben. Alles klar. Geht hier viel um Travis. Aber das seht ihr dann in der nächsten Folge und ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschalten würdet. Also, ciao.